Wir beschäftigen uns in dieser Predigreihe mit dem Unterschied zwischen unserer Errettung, die aus Gnade ist, die unverdient ist, die ganz vom Herrn kommt und die wir nicht verlieren, indem wir schwach sind oder mal einen Fehler machen, weil sie uns aus Gnade geschenkt ist. Es ist ein Geschenk, das ewige Leben ist ein Geschenk. Das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber es gibt etwas, was wir verlieren können, und das ist unser Lohn. Unsere Krone können wir verlieren. Und unseren Lohn bekommen wir im nächsten Zeitalter, im tausendjährigen Königreich. Und viele Christen wissen nicht, dass wenn sie sterben, wir nicht in den Himmel kommen und auch nicht die Hölle wahl als nächstes, sondern was als nächstes auf uns wartet, ist das nächste Zeitalter, das tausendjährige Königreich. Und dort werden Gläubige entweder Lohn oder Strafe bekommen für 1000 Jahre. Sie werden entweder für 1000 Jahre mit Christus regieren, in einer herrlichen Weise über Städte gesetzt werden, wer treu über wenig war, wird über vieles gesetzt werden, oder sie werden für 1000 Jahre bei Heulen und Zähneknirschen nachreifen und nachsitzen müssen, um auf den Stand gebracht zu werden, um ins übernächste Zeitalter des Neuen Jerusalem zu kommen. Von all dem ist die Rede im Buch der Offenbarung und von all dem ist auch die Rede in verschiedenen anderen neutestamentlichen Texten. Aber der Normalchrist weiß das nicht, dass das Nächste, was uns erwartet, das tausendjährige Reich ist, das nächste Zeitalter, was uns erwartet, ist nicht der Himmel, ist nicht also die Ewigkeit. Die Ewigkeit kommt jetzt als Übernächstes, als Nächstes kommt noch ein vorgeschaltetes Zeitalter, nämlich das tausendjährige Königreich. Und zu Beginn, haben wir letztes Mal gehört, müssen wir alle geprüft werden vor dem Richterstuhl Christi, ob wir wollen oder nicht. Wir werden, auch wenn wir gestorben sind, auferweckt werden für diese Prüfung vor dem Richterstuhl Christi. Und das ist schon ein ernstes Thema, ganz klar. Aber das Gute ist, auch die 1000 Jahre gehen rum. Schlimmstenfalls sitzen wir die 1000 Jahre ab, aber danach sind wir doch wieder im neuen Jerusalem durch Gnade hineingebracht. Dennoch ist es absolut nicht lustig. Also ich wollte schon in der Schule kein einzelnes Jahr nachsitzen und stell dir mal vor, es sind 1000. Und aus diesem Grund ist dieses Thema so wichtig, weil es so viel Verwirrung gibt. Die heutigen Vertreter einer Gnadenlehre denken, alles ist Geschenk, alles ist ohne Leistung und ohne Verdienst. Wir brauchen uns überhaupt nicht anstrengen für irgendwas, wir müssen überhaupt nicht gehorsam sein, wir können leben, wie wir wollen. Es ist alles von Gott geschenkt. Und das führt natürlich dann letztlich auch zu Beliebigkeit und zu Unmoral und zu Sünde, weil dann doch jedem irgendwo das Bequeme näher steht als der Gehorsam, der mit Opfer verbunden ist. Und keiner von uns bringt so automatisch gern Opfer, sondern nur, wenn wir wissen, es ist auch nötig, dass wir Opfer bringen. Und daher will uns sagen, und das will ich dir heute auch sagen, es ist nötig im Christenleben, wie Paulus sagt, unseren Leib, unseren Körper zu disziplinieren. Paulus hat gesagt, ich schlage meinen Körper, ich bezwinge ihn, damit ich nicht anderen predige und selber verwerflich werde. Was heißt verwerflich? Nicht verworfen werden in die Ewigkeit der Hölle, sondern verworfen werden für 1000 Jahre mit Christus zu regieren. Und der Herr will uns als seine Unterkönige haben im nächsten Zeitalter und er will uns auch entrücken. Also die Überwinder werden auch entrückt, nicht alle Christen werden entrückt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns jetzt in diesen Jahren qualifizieren zu überwinden. Der Ruf ergeht an die Überwinder, auch im Buch der Offenbarung 7-mal. Der Ruf ergeht an die Überwinder aus allen Zeiten. Alle Christen sind gerufen, Überwinder zu werden. Und ich möchte mit euch jetzt diesen Text von 1. Korinther 3 näher anschauen, wo es um die Werke geht, um unsere Werke, die wir wirken, die durch Feuer geprüft werden. Und daran zeigt sich die Wirksamkeit, wie der Richterstuhl Christi konkret wirksam werden wird für uns. Ganz wichtig, es sind nur Christen vor dem Richterstuhl Christi, keine Ungläubigen. Die werden am Ende vom Tausendjährigen Reich, vom großen weißen Thron gerichtet werden. Aber die Christen, seine Kinder, seine Knechte, seine Diener, werden zu Anfang gerichtet. Das Gericht fängt beim Hause Gottes an, nicht bei den Ungläubigen. Genauso wie Eltern als erstes ihre Kinder erziehen und dann sich um die Nachbarskinder kümmern, um die fremden Kinder, so kümmert Gott sich zuerst um seine Kinder, dann um die Ungläubigen. Und also es geht hier nur um Christen, es geht hier nur um uns und es geht um solche, die auf dem Felsen stehen, auf dem Felsen, der Christus ist. Ein anderer Grund,
kann ich gelegt werden als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Durch Glauben an ihn sind wir auf ihn gelegt worden. Und es heißt im Buch Jesaja 28, 16 von diesem Grundstein, von diesem Stein, auf dem wir feststehen. Jesaja 28, 16. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Felsenfest gegründet. Dieser Grundstein, den Gott legt, ist Jesus Christus. Jeder wiedergeborene Christ, egal ob er gehorsam gelebt oder ungehorsam gelebt hat, ist durch seinen Glauben, nicht durch seine Lebensleistung, auf diesem Fels platziert. 1. Johannes 5, Vers 1. Wer immer glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren oder von Gott gezeugt. Es ist dieser persönliche Fels. Jesus ist der Christus. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Es ist der Fels der rechten Lehre, dass Jesus der Christus ist. Und auf diesem Fundament, dass Jesus der Christus ist, ruht jede weitere Offenbarung. Das ist die Grundoffenbarung, die Petrus hatte, als Jesus am Berg fragte, wer sagte, dass der Sohn des Menschen sei? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Grundlage, die Grundoffenbarung. Durch Glauben an diese Wahrheit werden wir errettet. Und mit uns Millionen andere Christen, andere Gläubige. Aber sobald das klar ist, sobald das deutlich ist, öffnet sich eine neue Dimension für uns. Und da heißt es dann, ein jeder sehe zu, wie er darauf baue. Jeder sehe zu, wie er darauf bauen soll. Oder ein jeder gebe Acht, in 1. Korinther 3, Vers 10, wie er darauf aufbaue. Das heißt, es ist Quagmire Wesen, das ist kein Selbstläufer, kein Automatismus, dass jeder es schon richtig machen wird, sondern es ist entscheidend, wie wir darauf bauen. Und entscheidend ist, dass die Werke, von denen hier die Rede ist, die Werke sind nach unserer Bekehrung. Alles, was wir vorher getan haben, hat uns nichts genützt, um zum Glauben zu kommen. Und alle Sünden, die wir vorher getan haben, sind uns vergeben worden. Also geht es um die Werke nach unserer Bekehrung, nach unserer Errettung. Es gibt also diese Grundlage, dieses Fundament aus Fels, das ist Christus, und etwas, was darauf aufgebaut wird. Etwas, was aufgebaut wird, dieser Überbau. Habt Acht, wie bauen wir auf diesem Fundament auf? Das hat ernsthafte, sehr ernsthafte Auswirkungen und Konsequenzen. Zunächst mal müssen wir sehen, dieses Gebäude ist ein Gebäude von Werken. Dieses Gebäude, wie jeder baut, ist ein Gebäude unseres Handelns, unseres Werkens, wie wir leben, wie wir leben. Weil manche sagen einfach, wie wir glauben. Na, Glauben hat uns auf die Grundlage platziert. Aber wie wir darauf aufbauen, hat dann zu tun, wie wir darum leben. Wir dürfen nicht Glaube und die Werke, die wir als Gläubige tun, mit Gott und im Glauben tun, miteinander verwechseln oder in einen Eintopf werfen. Das geschieht auch oft in dieser modernen Gnadenlehre, dass man nur vom Glaubensgehorsam spricht. Es gibt überhaupt keinen Gehorsam von Taten und von Werken. Es beginnt mit dem Glaubensgehorsam, aber der Glaube ohne Werke ist tot. Und der echte Glaubensgehorsam bringt Werke, die aus Glauben gewirkt sind. Und weißt du, die ungläubigen Menschen lesen an unseren Werken ab, was wir glauben. Unsere Werke offenbaren, was wir glauben. Wenn wir denken, es ist eh alles wurscht, dann zeigt es unser Leben, unser Lebenswandel. Also, es ist ein Gebäude von Werken. Und natürlich, wenn einer zum Lehren berufen ist,
dann ist sein Werk, seine Werke ist auch das, wie er den Dienst gestaltet, wie er lehrt und so weiter. Ganz klar. Aber das sind letztlich auch Werke. Und er baut ein Haus. Es wird ein Überbau gebaut auf diesem Fundament. Es wird ein Haus gebaut. Ein Haus, in dem es Edelsteine gibt, in dem es Säulen gibt aus Silber, in dem es Gold gibt, goldene Wände oder Holz, Heu und Stroh, hölzerne Türen, dann die Wände in diesem schlammigen Heu gepresst und Stroh am Dach. Der entscheidende Punkt ist, das eine Baumaterial, Gold, Silber, Edelsteine, übersteht die Feuerprobe, bleibt im Feuer bestehen und das andere wird vom Feuer verzehrt werden. Wie die Helma oft so sagt, Holz, Heu und Stroh, das brennt lichterloh. Und die Feuerprobe kommt. Das Feuer der Prüfung wird angelegt bei jedem von uns an unser Lebenswerk. Heißt es hier in 1. Korinther 3. Die Fackel wird angesetzt. Unser Lebenswerk wird entzündet. Die Frage ist, verbrennt es oder übersteht es diese Feuerprobe? Und ich denke mir, das ist schon wichtig, dass wir uns diese unausweichliche, unentrinnbare Wirklichkeit, die vor jedem von uns liegt, vor Augen stellen. Wir können nicht sagen, es haben wir nicht gewusst oder wir haben gehofft, es wird schon nicht eine Prüfung geben. Und dann sagt er, wenn jemandes Werk bleiben wird, Bestand haben wird, so wird der Lohn empfangen. 1. Korinther 3, Vers 14. Wenn jemandes Werk, das er auf das Fundament aufgebaut hat, bleibt in der Feuerprobe, so wird der Lohn empfangen. Das Gold wird geprüft, das Silber wird geprüft, dein Lebenswerk wird geprüft. Alles ist auf dieses Werk, auf dieses Gebäude aus deinem Lebenswerk bezogen. Aber es heißt dann in Vers 15, wenn jemand das Werk, Lebenswerk verbrennt, wird er Verlust erleiden oder Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt nicht, dass er in das Feuer der Hölle muss. Die Errettung ist unabhängig von Werken. Das muss uns ganz klar sein. Es ist unabhängig von unserer Leistung. Die Errettung ist unabhängig von Werken. Weder Werke, die wir vor der Bekehrung gewirkt haben, noch Werke, die wir nach der Bekehrung gewirkt haben. Unsere Errettung ist ein Geschenk und nicht nachträglich noch ein Preisschild dran. Nicht nachher ist es zwar geschenkt, das ewige Leben, aber jetzt musst du noch nachträglich abzahlen durch gute Werke. Nein, weder vorher noch nachher ist unsere Errettung gefährdet durch richtiges oder falsches Verhalten. Aber mit diesem Lohn schaut es anders aus. Es geht hier nicht um unsere Errettung. Es geht hier um Lohn oder Strafe im nächsten Zeitalter. Und wenn dann unser Lebenswerk brennt, dann werden wir durch diese brennenden Gänge rennen, wo das Feuer runterkommt, die Feuerfunken fallen und wir werden schauen, dass wir aus diesem brennenden Haus noch rauskommen, dass wir es noch schaffen. Und der Herr sagt, du wirst es schaffen, aus diesem brennenden Haus, wenn du dich dann umdrehst, siehst du, wie dein Lebenswerk, das Haus deiner Lebenswerke zusammenbrechen wird, wenn du eben mit Holz, Heu und Stroh gebaut hast. Du selber wirst vielleicht ein bisschen versenkt sein. Du selber wirst Brandgeruch an dir haben. Du siehst, wie unter Krachen dein christliches Lebenswerk zusammenbricht. Aber du selbst wirst gerettet werden. Du selbst musst nicht in die Hölle. Aber du wirst Schaden erleiden. Und wenn du aber richtig gebaut hast, mit Gold, Silber und Edelsteinen, wird dein Haus nicht zusammenbrechen. Wird das Lebenswerkehaus nicht zusammenbrechen. Und eins muss einfach klar gesagt werden. Du allein hast die Kontrolle, wie du baust. Du hast die volle Kontrolle, wie du baust.
sagen, ich konnte nicht, ich war zu jung, zu dumm, was weiß ich was. Nein, das Wort Gottes ist dir gegeben, da ist es ganz klar gesagt, baue aus eigener Kraft, mit Holz, Heu und Stroh, baue mit menschlichen Methoden, baue mit Ehrgeiz, es wird verbrennen. Oder baue mit Gold, Silber, Edelsteinen, das ist der dreine Gott, Gold, der Vater, Silber, die Erlösung Christi und Edelsteine, das umwandelnde Werk des Heiligen Geistes. Bau mit Gott dein christliches Leben und es wird Bestand haben. Aber Gott kann es dir nicht abnehmen, deine Paten können es nicht abnehmen, deine Eltern können es dir nicht abnehmen, dein Ehepartner kann es dir nicht abnehmen, dein Pastor kann es dir nicht abnehmen, niemand kann es dir abnehmen. Und glaub mir, vieles konkurriert mit dieser klaren Ausrichtung, richtig zu bauen. Denn wenn es selbstverständlich oder leicht wäre, richtig zu bauen, dann würde es mehr Überwinder geben. Aber die Überwinder werden die Minderzahl sein. Die meisten Christen werden verleitet werden, anders zu bauen. Andere Motive werden sich reinmengen. Popularität, Ansehen, Reichtum, Annehmlichkeiten. Du musst doch keinen Hacks ausreißen für den Herrn. Du kannst doch gemütlich angehen lassen. Du lebst doch aus Gnade. Aber die Frage ist, ob du nicht von anderen Dingen angetrieben wirst. Von der Liebe zu Christus, ihm wohl zu gefallen. Dass du seinem Wort gehorsam sein willst. Dass du Gottesfurcht im Herzen hast. Auch das kann dich motivieren. Die Frage ist, was wird dich motivieren? Jetzt noch ist die Gelegenheit, von der rechten Sache motiviert zu werden, unser Lebenshaus richtig aufzubauen, um überwindet zu werden. Und es gibt so viele Einflüsse, die sich uns nahen. Aber der Weise wird Folgendes hören. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Er wird hören, das ist im 1. Johannesbrief erwähnt, oder er wird hören vom 2. Petrus 3, Vers 7, da heißt es, dass die Welt vergehen wird im Feuer. Aber Jesus sagt in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese Worte, wenn du sie in dein Herz nimmst, dich bewahren, falsch zu bauen. Und am Richterstuhl Christi, wenn wir gestorben sind, werden wir zu Beginn des nächsten Zeitalters antreten müssen und unser Lebenswerk, unser Werk als Jünger, als Christ, wird bloßgelegt werden. Eines jeden Werk wird offenbar werden. Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Du kannst versuchen, es zu verstecken. Du kannst versuchen, jemanden zu bestechen. Du kannst es nicht verhindern. Es wird offenbar werden. Alles Verborgene wird offenbar werden, weil es durch Feuer offenbart wird. Und dann heißt es, denn der Tag wird es offenkundig machen. Auch Dinge, die irgendwie im Dunkeln waren, auch Dinge, die irgendwie verborgen waren. Und damit meine ich nicht, wenn du Sünden bekannt hast, wenn du gesündigt hast und sie bekannt hast, ist sie durch das Blut gereinigt worden und wird dann nicht mehr hereingebracht werden. Klar, also es geht hier darum, nicht, dass du jetzt Angst haben musst, dass jede Sünde, die du begangen hast, offenbar gemacht werden muss. Das wird nicht offenbar werden. Wenn du sie bekannt hast, wenn du Buße getan hast, wird das nicht mehr hier hervorkommen. Aber die großen Linien deines christlichen Wandels, die werden hier im Tageslicht des Gerichtsstuhl Christi offenbar werden. Umso näher du dem Feuer kommst, und das heißt die Augen von Christus, Offenbarung 1,14, sind die Augen von Feuerflammen. Er hat diesen Röntgenblick, er hat diesen prüfenden Blick. Und wie gesagt, es geht hier nicht ums ewige Leben, es geht nicht um die ewige Rettung, aber es geht darum, wie wir gelebt haben. Weißt du, der Grundstein wird nicht mehr geprüft werden. Er ist schon geprüft worden. Christus wurde schon geprüft. Der Grundstein, der gelegt ist, wird nicht mehr geprüft werden. Der Aufbau, der Überbau, den wir drauf bauen, wird und muss noch geprüft werden. Und es geht hier nicht um das
Lebens willen, sondern um deines Lebenswandels willen. Also nicht um des ewigen Lebens oder nicht, das haben wir durch Glauben, sondern um deines Lebenswillens. Es geht nicht um die Grundlage, die ist bewährt und geprüft, sondern um den Überbau, den du drauf aufbaust. Und das Feuer wird nicht reinigen. Es wird nicht einfach reinigen und läutern, sodass du am Ende gut dastehst. Nein, es wird das Entflammbare verzehren. Holz und Stroh sind entflammbare Materialien und werden verbrennen. Es ist ein zerstörendes Feuer, ein verzehrendes Feuer. Kein leuchtendes Feuer, kein positives Feuer, sondern ein Feuer, was alles verbrennen wird, verzehren wird, was brennbar ist. Und darum ist es so wichtig, dass das, wie wir bauen, nicht brennbar ist. Und der Herr sagt, ich kenne deine Werke. Das Feuer züngelt hinein in unsere Lebenswerke. Das Feuer züngelt hinein, sagt er in Offenbarung 2, Vers 19, wo er sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Liebe und deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und das Feuer prüft all das. Es prüft unseren Glauben, es prüft unsere Geduld. Und wenn es Gold findet, weil es aus Gott gewirkt ist, dann sagt er, und deine letzten Werke sind mehr als deine ersten Werke. Der Herr prüft die Qualität, er prüft die Quantität. Und wenn er Gold findet, ist er sehr, sehr glücklich. Das Feuer wird es offenbar machen. Und es heißt hier nochmal in 1. Korinther 3, Vers 14, wenn jemand das Werk, das er auf das Fundament aufgebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Die Errettung gründet sich auf die Grundlage Christus. Der Lohn gründet sich auf den Überbau der Werke, die wir im Glauben an ihn gewirkt haben. Wenn sein Werk, wenn der Überbau bleiben wird, nicht verbrennen wird, nicht zusammenbrechen wird, Lohn hängt zu 100% ab von unseren Werken. Ich muss es so deutlich sagen. Der Lohn, den wir bekommen, hängt nicht ab vom Verdienst Christi, vom Werk Christi, sondern er hängt zu 100% von unseren Werken ab und nicht von dem, was Christus gewirkt hat. Unsere Errettung hängt zu 100% vom Christi Werk ab und zu 0% von unseren Werken. Aber der Lohn, den wir bekommen im nächsten Zeitalter, hängt zu 100% von den Werken ab, die wir im Glauben an ihn, im Gehorsam an ihn gewirkt haben. Wenn sein Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden, wird er Verlust erleiden, aber er wird gerettet werden, er selbst, durchs Feuer hindurch. Der Herr selber hat gesagt in seinem Leben, in seinem Dienst, dass es nicht nur um Errettung geht, nicht nur darum, in den Himmel zu kommen, sondern er hat gesagt, wenn ihr betet, dann betet keine Gebete vor anderen Menschen, also stellt euch nicht zur Schau, denn sonst ist euer Lohn schon dahin, ist euer Lohn futsch. Der Herr will, dass unser Lohn nicht futsch ist. Beim Lohn geht es um die Rettung. Wir sind errettet durch Glauben. Aber er will, dass wir zusätzlich zu unserer Rettung noch Lohn bekommen. Der Herr hat es klar gemacht. Es gibt Lohn. Es gibt Lohn. Der Herr ist ein Belohner, derer, die ihn eifrig suchen. Das sind die, die ihn wirklich täglich eifrig suchen, die ihm nachjagen. Er ist ein Belohner, er will Lohn geben, das wir für das nächste Zeitalter nutzen können. Sonst, wenn wir Schaden erleiden, wird der Herr sagen, brillante Leistung deines Lebenswerks, aber Thema verfehlt. Aus eigener Kraft, aus Ehrgeiz, aus was auch immer gewirkt, um der Beste zu sein, oder was auch immer. Themaverfehlung. Und dann wird es so sein, dass du durch dieses brennende Haus sprintest und die brennenden Balken, die krachen und knirschen und du schaust mit aller Macht, dass du noch rauskommst und du kommst noch raus. Du wirst noch gerettet, aber dein gesamter Überbau bricht zusammen. Und darum wird eines jeden Werk geprüft werden. Das Feuer selbst, 1. Korinther 3,13, wird eines jeden Werk prüfen, welcher Art, welcher Beschaffenheit es ist.
Und nun möchte ich noch zum Thema Kronen kommen. Der Herr hat für seine Gläubigen eine Belohnung, auch in Form von Kronen. Und es geht ja wirklich darum, im nächsten Zeitalter mit Christus zu regieren, als König zu herrschen. Ein König ist jemand, der gekrönt ist, eine gewisse Krone bekommt. Was ist eine Krone? Eine Krone ist ein Ehrenkranz, ein Symbol eines Ranges. Ich meine, der Kaiser hat einen Lorbeerkranz getragen. Das war jetzt keine so wertvolle Krone wie die britische Krone mit den Kronjuwelen. Die ist auch vom Material her extrem wertvoll. Der Lorbeerkranz, den die römischen Kaiser getragen haben, war vom Material nicht so wertvoll, aber für was er stand, war wertvoll. Und wir wissen nicht, ob wir eine Krone bekommen, die vom Material wertvoll sein wird. Möglicherweise nicht. Möglicherweise bekommen wir einfach einen Kranz. Schon mal im Krieg hat es Orden gegeben, die waren aus Blech, aber für was sie standen, war wichtig. Und bei der Krone, die Christus uns geben wird, ist nicht so entscheidend, wird sie an sich vom Material so wertvoll sein, als vielmehr wird sie, für was sie steht, eine distinguierte Auszeichnung sein, ein Wert, der den Wert des Materials unendlich übersteigt. Paulus sagt im 1. Korinther 9, wisst ihr nicht, dass diejenigen, die im Rennen, im Wettlauf laufen, alle laufen, aber einer bekommt den Preis? Die Frage ist, von was für einem Preis spricht Paulus? Und er meint damit auch nicht, dass nur eine einzige Person den Preis bekommt. Nein, jeder Gläubige kann dieser sein, der den Preis bekommt. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 9 auch, jene laufen für eine vergängliche Krone, einen vergänglichen Preis, aber wir für einen unvergänglichen. Schau, es ist der gleiche Brief, der 1. Korintherbrief, dem Paulus darüber spricht, wie 1. Korinther 3, das prüfende Gericht. Und Paulus sagt einfach, dass, ja, wisst ihr nicht, in 1. Korinther 9, 24, dass die in einer Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer oder einer den Siegespreis empfängt, lauft nun so, dass ihr ihn ergreifen könnt. Er sagt nicht einer von euch, er sagt ihr alle. Lauft so, dass ihr ihn ergreifen könnt. Ich finde auch so entscheidend, dass, oder so bezeichnend, dass Paulus nicht sagt, ihr Korinther, und das will ich auch dir sagen, vielleicht denkst du, bei mir ist schon Hopfen und Malz verloren, ich bin so ein schlechter Christ, ich brauche gar nicht mehr erst anfangen, ich bin schon disqualifiziert, ich habe zu viel schon verbockt, Dreck am Stecken, mein Herz ist kalt, ich bin moralisch nicht auf der Höhe, mein Lebenswerk wird verbrennen, da beißt die Maus keinen Faden ab und das kriege ich auch bis dahin nicht mehr gebacken. Sag sowas bitte nicht. Paulus schreibt es den Korinthern. Bei den Korinthern, das waren die schlimmsten Christen, wenn ihr euch überlegt, die es gegeben hat. Unmoralisch, die waren im sexuellen Sinn daneben, die haben mit Feiern, mit Alkohol sich daneben benommen. Die waren lieblos, die haben gestritten, Rechtsstreitigkeiten gehabt. Die haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann als Christ. Aber denen sagt er, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Paulus glaubte noch an die Korinther. Wenn Paulus an die Korinther glaubt, dann glaubt Gott auch noch an dich. Egal, wo du heute stehst, du kannst noch den Preis bekommen, du kannst noch ein Überwinder werden. Und darum will Gott, dass du diese Botschaft gerade jetzt hörst. Egal, wie im Moment du dich noch nicht qualifiziert fühlst, er schenkt das Wollen und das Vollbringen, er bewirkt es in dir. Also ich möchte dich ermutigen mit dieser Botschaft, es ist noch nicht zu spät. Sag mal mit mir, es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Es ist absolut noch nicht zu spät, diesen Preis zu bekommen, die Krone zu bekommen, einen unvergänglichen Preis. Es heißt in Vers 25 von 1. Korinther 9, und jeder Wettkämpfer übt in allen Dingen Selbstbeherrschung, jene nun, damit sie eine verderbliche Krone empfangen, wir aber eine unverderbliche, unverwelkliche Krone. Kein Lorbeerkranz, der irgendwann verwelkt ist, eine unverwelkliche und unverderbliche Krone.
Der Herr will, dass wir so laufen. Der Herr will, dass wir den Preis bekommen. Er gönnt uns den Preis. Er wünscht sich, dass wir den Preis bekommen. Aber ganz klar, die Krone, die der Herr gibt, wird nicht aus Gnaden gewährt, sondern als Verdienst. Die Krone wird nicht Kraft Geburt, so nach dem Motto, wir sind alle von Geburt an Sohn oder wie heißt es, von Beruf Sohn oder wir sind in die königliche Familie hineingeboren und wir sind seine Kinder, wir sind adoptiert hinein in die Familie. Das betrifft unsere Errettung, ja. Aber den Lohn im nächsten Zeitalter, der liegt an unserer Leistung, an unserem Verdienst, an unserer Hingabe. Der persönliche Sieg, lauft nun so, sagt er. Wenn er sie anspornt, lauft nun so, sagt er damit nicht, es ist eine gemachte Wiese, es ist alles schon in trockenen Tüchern, es gibt da nichts mehr zu verrutschen, egal wie du dich tollpatschig verhältst, du wirst sie schon bekommen. Nein, das sagt er nicht. Er sagt nicht, es ist eine gnadenvolle, zugeteilte Krone. Es ist eine Krone, die durch den siegreichen Lauf gewährt wird. Ich glaube, wir müssen das sehen. Paulus selber hat gesagt, in diesem Kapitel, 1. Korinther 9, sagt er, sondern ich schlage meinen Leib, 1. Korinther 9, 27, ich mache ihn zu meinem Sklaven. Glaub mir, der wollte auch mal länger im Bett bleiben. Glaub mir, der wollte auch mal länger auf der, weiß ich nicht, Pritsche damals, war noch nicht die Couch, aber es war bequemer, da liegen zu bleiben. Und dann sagt er, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst unbewehrt werde oder selbst verwerflich werde. Verwerflich werden, unbewehrt werden, das bedeutet, mich disqualifiziere. Wofür? Nicht fürs ewige Leben, sondern für das nächste Zeitalter, für diesen Preis. Weißt du, wir müssen die Bibel im Kontext lesen. Hier ist nicht die Rede von Himmel und Hölle. Hier ist nicht die Rede von Himmel und Hölle in 1. Korinther 9, sondern von dem Lauf, zu dem wir uns qualifizieren. Hier ist von dem Preis die Rede, von dem Preis, von der Krone die Rede. Paulus war eindeutig errettet. Er war gläubig, er glaubte an Jesus, er war ein Apostel, er wirkte Zeichen und Wunder. Aber er sagte, auch mir kann es blühen, wenn ich untreu lebe und wandle, dass ich selber zwar anderen das sage, andere da hineinhelfe, aber wenn ich nicht mich an das halte, was ich auch predige, wenn auch nicht ich so laufe, dann werde ich den Preis nicht bekommen, dann werde ich Schaden erleiden, dann wird mein Lebenswerk verbrennen. Und aus diesem Grund heißt es auch, sei treu bis zum Tod und ich werde die Krone des Lebens geben. Das ewige Leben bekommen wir, aber die Krönung bekommen wir, diese Krone bekommen wir durch Treue, durch Hingabe. Paulus sagt, jeder Wettkämpfer übt in allen Dingen Selbstbeherrschung. Wir brauchen, das zeigt uns Paulus auf, um diese Krone zu bekommen, Selbstbeherrschung. Wir können nicht, wie es in unserer Gesellschaft so in ist, weich zu uns selber und hart zu anderen sein. Früher war man hart zu sich selber und mitfühlend und milde mit anderen. Heute, jeden das Seine mit das Meiste. Man ist weich zu sich selber, man macht sich selber schön bequem. Wir wollen es ja schön und angenehm haben, aber anderen ist man oft beinhart. Und der Herr sagt, nein, so wirst du es nicht bekommen, sondern du musst eine gewisse Härte, eine Rigorosität lernen, nicht Askese, nicht irgendwie versuchen, irgendwie auf einer Pritsche zu schlafen oder die raue Kleidung anzuziehen, Sackkleidung oder sonst was. Das meint er nicht, aber eine gewisse Zucht, mit der du dich selber nicht verweichlichst, sondern aufstehst zum Gebet, sei es in der Nacht, sei es durch Beten und Fasten, sei es, dass du dir manche Genüsse und Annehmlichkeiten verwehrst, weil du Christus nachjagst, weil du Zeit mit dem Herrn verbringen willst, manche Einladung ausschlägst, manche Feier vielleicht nur kurz hinschaust oder gar nicht. Verstehst du mich? Wer alles von dieser Welt mitnehmen will, der kann nicht sich qualifizieren als Überwinder. Das ist so wichtig. Es wird ohne Selbstbeherrschung nicht gehen, sagt Paulus.
Egal, wie man es dreht und wendet. Ohne Disziplin wirst du es nicht schaffen. Und Paulus spricht im 1. Korinther 9, in den Versen davon, ja, davor ja auch noch davon, dass er allen alles geworden ist, um einige zu erretten. Also es geht darum, dass wir, um ein Überwinder zu werden, um die Krone zu bekommen, treu sein müssen, andere Menschen fürs Evangelium zu gewinnen. Wenn wir in diesem Punkt denken, ich bin halt kein Evangelist, das überlasse ich den Profis, ich rede halt nun mal nicht gerne fremde Leute an, ich nehme mich da einfach raus, wird der sagen, okay, dann ist vorbei mit dem Wettlauf. Du kommst nicht umhin, mit deinem Talent zu wuchern. Und das anvertraute Talent, was uns anvertraut ist, ist das Evangelium. Es ist das Evangelium. Es ist nicht, dass du schön singen kannst, wenn man so sagt, du hast ein schönes Talent. Das Talent ist der Heilige Geist, mit dem müssen wir wuchern durch unser Gebet. Wir müssen aber auch wuchern und das Talent vermehren des Evangeliums, indem wir das Evangelium dorthin bringen, wo es hin muss, nämlich zu verlorenen Menschen. Also ohne den Mund aufzubekommen, auch wenn man eine Abfuhr bekommt, auch wenn es mir unangenehm ist, auch wenn ich am Anfang 1000 Tode sterbe, es hilft nichts. Der Herr hat uns aufgetragen, verkündet das Evangelium aller Kreatur und er wird die Ausrede nicht gelten lassen. Weißt du, das heißt, du bezwingst dich, das heißt, du bezähmst dich, das heißt, du haltest für tot die Glieder, die Leidenschaften, die auf der Erde sind. Unreinheiten, unreine Gedanken, Sehnsüchte, Begierden. Dass du einfach das Kreuz darauf anwendest und sagst, Herr, nicht mehr ich, sondern Christus. Weißt du, ein Athlet, sagt er auch, der enthält sich aller Dinge, nicht bloß sündiger Dinge, sondern auch, er könnte vielleicht irgendwas essen, aber er sagt sich, nein, das ist zu viel Gewicht, was ich bekomme, also enthalte ich mich. Essen ist keine Sünde, aber der Athlet enthält sich, um den Siegeskranz zu bekommen. Und in Hebräer 12,1 heißt es, lasst uns jedes Gewicht abstreifen und die Sünde, die uns so leicht verstrickt, lasst uns mit Ausdauer laufen. Wir müssen laufen, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, es ist ein langer Lauf. Lasst uns mit Ausdauer laufen. Bei einem langen Lauf können wir nicht am Anfang Vollgas geben und am Schluss dann aus der Puste geraten, sondern es ist ein Marathon, unser christlicher Wandel, unser christliches Leben. Und diese Krone muss unser Anreiz werden. Weißt du, die Herrlichkeit dieser korinthischen, weißt du, Korinth war in Griechenland waren diese, da kommen die Olympischen Spiele her, nicht direkt aus Korinth, aber es gab auch diese korinthischen Spiele damals, auf die sich Paulus da auch bezieht. Und dieser Olivenzweig, der ist verwelkt. Der ist verwelkt, das war eine verderbliche Krone, die sie bekommen haben. Und die haben sich so abgeschuft und abgemüht für die Ehre einer verwelklichen, einer verderblichen Krone. Aber unsere Krone verwelkt nicht. Wir haben ein unverwelkliches Erbe, 1. Petrus 5,4. Die ganze Ewigkeit kann nicht bewirken, dass diese Krone nicht mehr wunderschön wäre, nicht mehr verdienstvoll wäre und schön anzuschauen wäre. Paulus sagt, ich laufe, aber nicht aufs Ungewisse, wie jemand, der die Luft schlägt. Also Paulus wollte sagen, ich bin fokussiert, ich verzettle mich nicht. Ich bin fokussiert. Und das will der Paulus uns auch sagen. Sei fokussiert vom Richterstuhl Christi, die Worte zu hören, wohlgetan, gut und treuer Knecht. Sei ehrgeizig, sei fokussiert auf das. Laufe, damit du den Preis bekommst, damit du die Krone bekommst. Wisst ihr nicht, dass die, die in einer Rennbahn laufen, zwar alle laufen, ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Sie laufen nicht, um den Preis zu bekommen. Viele laufen, wenn man so will, vergeblich. Viele von diesen alle laufen vergeblich. Alle Christen sind irgendwie unterwegs im christlichen Lauf. Aber viele laufen, ohne den Preis zu bekommen. Sondern sie werden Verlust, sie werden Schaden erleiden vom Richterstuhl Christi. Aber Paulus sagte, ich schlage meinen Leib, ich mache ihn zu meinem Sklaven, oder ich mache ihn mir dienstbar. Paulus sagte,
Für mich ist es noch nicht sicher, ob ich schaffe. Für keinen von uns ist sicher. Keiner kann für sich oder für einen anderen die Hand ins Feuer legen, dass wir es schaffen, überwindet zu werden. Aber es gilt, alles dran zu setzen, sagt Paulus. Alles dran zu setzen, es zu werden. Und Ungehorsam lässt uns die Krone verlieren. In Offenbarung 3,11 sagt der Herr, in diesem Sendschreiben, wo er siebenmal die Überwinder ruft, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Der Teufel versucht uns, die Krone abzuluxen. Die Welt versucht uns, die Krone abspendig zu machen. Wir sagen, ich habe sie noch gar nicht. Aber du bist auf Kurs, die Krone zu bekommen, den Preis zu bekommen. Du bist auf Kurs, im tausendigen Reich mit Christus zu regieren. Aber der Herr sagt, bleib auf Kurs, damit es dir niemand abluchse und dir niemand mopse und niemand stehle. Paulus sagte, damit ich selbst nicht verwerflich werde, mich disqualifiziere. Wir müssen eins verstehen, keine Krone wird uns einfach so aus Gnaden verliehen. Krone wird durch Leistung verliehen. Genauso wie bei den Sportspielen, bei einem Wettkampf. Krone wird, wenn wir einen Lauf laufen, wird als Lohn, als Verdienst, als Preis verliehen. Durch Leistung. Und weißt du, wer die meisten Kronen tragen wird? Krönt ihn mit vielen Kronen. Crown him with many crowns. Das ist der Herr Jesus selbst. Weil er die größte Leistung vollbracht hat, hat er am meisten Kronen verdientermaßen auf sich kumuliert und gesammelt. Und das ist auch wunderso. Auf seinem Haupt sind viele Diademe oder Kronen. Offenbarung 19, Vers 12. Er hat uns vorgemacht, er ist der Überwinder par excellence. Und wir bekommen auch eine Krone. Wir können aber nicht glauben, dass wenn wir nicht ordnungsgemäß laufen, wenn wir nicht recht laufen, lauft recht, lauft in rechter Weise, sagt er. Wenn wir nicht in rechter Weise laufen, verlieren wir die Krone. Es gibt auch eine Krone, es gibt eine Krone der Freude, 1. Thessalonicher 2,19. Es gibt eine Krone der Herrlichkeit. Im 1. Petrus 5,1-4 schreibt Paulus, die Ältesten unter euch ermahne ich, weidet die Herde Gottes, und wenn der Haupthirte offenbar werden wird, werdet ihr die Krone der Herrlichkeit empfangen. Auch nicht aus Gnaden, sondern für den Dienst. Als Ältester die Herde geweiht zu haben, gibt es einen Lohn. Kann ein Jünger Lohn bekommen, die Herde geweiht zu haben, wenn er es nie getan hat? Nein, kann er nicht bekommen. Paulus sagt, die Krone der Gerechtigkeit, die wird nicht nur mir verliehen, sondern allen, die sein Erscheinen lieb haben. Welche Christen haben sein Erscheinen lieb? Nicht die, die Mitknechte schlagen, nicht die, die sagen, der Herr kommt noch lange nicht, nicht die, die betrunken sind mit den Betrunkenen und schwelgen und fressen und schlemmen mit den Fressern. Die werden nicht diese Krone bekommen, sondern die sein Erscheinen lieb haben, die jeden Tag leben, heute könnte der Herr kommen. Und die Mentorin von Watchmen Nee, die ist manches Mal, und es war vor 1930, die ist manches Mal mit Watchmen die Straße entlang gegangen und hat kurz vor der Straßenecke gesagt, Psst! Und Watchmen hat zu ihr gesagt, was ist denn los? Sie hat gesagt, um diese Ecke, da könnte er stehen. Ja, wer wäre denn? Ja, der Herr. Der Herr könnte da stehen, um diese Ecke. Die war so bereit, dass sie bei jeder Straßenecke gedacht hat, vielleicht kommt der Herr, vielleicht steht er um die nächste Ecke. Die Wiederkunft Christi, der Richterstuhl Christi, die Prüfung, das Prüfungstermin, war für sie quasi immer um die Ecke. Immer unmittelbar bevorstehend. Und
Und an Silvester hat sie oft gesagt, vielleicht kommt er dieses Jahr. Vielleicht kommt er im kommenden Jahr. Vielleicht kommt er. Vielleicht ist das kommende Jahr das Jahr, wo er herkommt. Und es ist jetzt fast 90 Jahre her, dass sie das so empfunden hat. Aber für sie ist sie sich so vorbereitet. Dann im Jakobus 1,12 ist die Krone des Lebens erwähnt. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn wenn er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens bekommen. Wenn er bewährt ist, man kann auch unbewährt sein, kann eine Krone verliehen werden für den, der die Versuchung nicht erduldet, sondern nicht standhaft bleibt, sondern in der Versuchung fällt. Wir können Vergebung bekommen, wenn wir in der Versuchung fallen. Aber der Herr möchte, dass wir uns mehr und mehr bewähren. Kronen sind Belohnungen. Und sie werden nicht verliehen, es sei denn, die Bedingungen werden von uns erfüllt. In 2. Timotheus 2, Vers 5, das ist die letzte Bibelstelle, die ich mit euch anschauen will. 2. Timotheus 2, Vers 5. Und da steht, was Paulus schreibt, und wenn auch jemand in den Wettkämpfen kämpft, so wird er doch nicht gekrönt, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Er wird nicht gekrönt. Du wirst nicht gekrönt, wenn du nicht nach den Regeln Gottes dein Christenleben läufst. Ohne die Heiligkeit, der wir nachjagen, können wir nicht die Krone bekommen. Die Krone wird nicht zu Beginn des Laufes verliehen, sondern an der Ziellinie des Laufes. So wird auch die Krone, unsere Errettung bekommen wir zu Beginn unseres Christenlebens. Zu Beginn unseres Christenlebens bekommen wir die Errettung aus Gnade. Wir sind errettet für alle Ewigkeit. Aber die Krone für die Bewährung und die Hingabe und die Treue bekommen wir am Ende unseres Christenlebens. Für einen erfolgreichen Lauf. Und ein erfolgreicher Läufer ist der, der sich regelkonform in diesem Lauf voranbewegt hat. Der Herr sagt, ich will, dass ihr das tut. Ich will, dass ihr diesen Lauf lauft. Ich will, dass ihr die Krone und den Preis und den Lohn bekommt. Danke, Herr. Amen. Und ich habe den Eindruck, dass der was heilen möchte. Im Wort der Kette ist für Heilung. Und so habe ich den Eindruck gehabt, dass er irgendwas hier am Schulterblatt heilen möchte bei jemandem. Irgendeine Zerrung in dem Bereich oder irgendwo ein Schmerz in dem Bereich von der Schulter. Ist jemand da, den das betrifft oder der im Livestream ist und zuschaut, dann schreibt doch einfach. Noch erlebt, dass manchmal Heilungen passieren im Livestream. Ich bete sonst einfach mal. Vielleicht schaut auch eben die Aufzeichnung an später. Und es betrifft die Person. Manchmal weiß ich gar nicht, dass jemand dazuschaut, den das betrifft, aber ich bete jetzt einfach in Jesu Christi Namen. Ich löse die heilende Kraft los. Heilungssalbung los, spreche ich rein in den Bereich der Schulter. Dann im linken Bereich beim Schulterblatt, was immer das ist. Heilende Kraft, wunderwirkende Kraft hinein, jetzt in Jesu Namen. Ich erkläre vollkommene Heilung, Wiederherstellung in Jesu Namen. Alles, was da verletzt ist, die göttliche Ordnung jetzt in Jesu Namen. Silvia Obasi hat das gehabt mit der linken Schulter, hat es genommen, preis dem Herrn, nimm es und Heilung zu dir. Und noch besser ist, du kommst auch mal wieder live vorbei, aber du kannst es auch über Zeit und Raum unabhängig nehmen im Glauben. Danke, Herr. Also um Christus allumfassend genießen zu können, müssen wir unweigerlich kämpfen. Die Gemeinde muss solch ein kooperativer Krieger sein, der gegen Satan in der Luft kämpft, damit Gottes Volk mehr von Christus gewinnen kann. Und das ist mir auch, also ja, wir haben den Sieg in Christus und in Tag 3 ist es ja auch super erklärt, wie die Anna jetzt gesagt hat, wir gehen vom Sieg aus. Wir müssen nicht mehr kämpfen, dass wir den Sieg bekommen, sondern wir müssen ihn verteidigen, müssen ihn in Anspruch nehmen, dass er uns gehört. Und ich finde, dieser Aspekt, es wird immer wieder von der Gemeinde gesprochen. Es geht nicht um Einzelne, die irgendwie kämpfen, sondern es geht um die Gemeinde.
kooperativ als die Gemeinde, der Leib. Das ist mir immer mehr bewusst. Der Schutz ist der Leib, die Geschwister, aus denen wir zusammen, wenn wir Gott genießen, jeder für sich selber, aus dem Geist heraus. Und jetzt muss ich es halt wieder sagen, dieses Wort, setzt euren Verstand auf die Dinge, die droben sind, nicht auf die Dinge auf der Welt sind. Das ist Kolosser 3,1. Das ist, wenn ich anfange, den Herrn zu genießen, fange ich an, auf ihn zu schauen, was er denkt, auf sein Königreich. Und das hilft mir und das hilft uns, aus in diese geistlichen Kampfführung zu kämpfen. Dann können wir erstmal sehen, dass es um was Geistiges geht und nicht um Menschen oder um uns zu streiten. Und genau das war, was mich die Woche bewegt hat und ich genossen habe. Sohn Gottes ist offenbar geworden, um die Werke Satans zu zerstören. Halleluja! Und er hat es einen wunderbaren Sieg errungen. Und als er so scheinbar die Sabbatruhe genossen hat im Grab, ist er ja in Wirklichkeit in den Abgrund hinabgestiegen. Da gibt es ja noch eingeschlossene Mächte der Finsternis, die erst später freigelassen werden. Und hat denen in seiner Göttlichkeit den Sieg verkündet, den er errungen hat über sie. Und er hat Satan den Schlüssel des Todes und des Hades abgenommen. Und das, was er sich jetzt wünscht von uns und was für ihn die Ehre ist, ist, wenn wir Überwinder werden. Und nachdem Jesus einmal zu mir gesagt hat, nicht dein Lohn soll für dich das Wichtigste sein, sondern meine Ehre. Und da habe ich mir gedacht, genau, eigentlich geht es darum, dass ich nicht auf meinen Lohn schaue, sondern auf das, was Jesu Lohn ist. Denn nur wenn wir Überwinder werden, nur wenn ich ein Überwinder bin mit euch gemeinsam, hat er Ehre und das ist sein Lohn. Und ich strecke mich danach aus, dass ich wirklich mich auf diesen Sieg stelle, den er errungen hat und feststehe. Und ich bin auch sehr dankbar, dass er die Werke Satans, die Dämonen in uns allen auch schon besiegt hat. Es ist sein Verdienst, dass wir Dämonen rausschmeißen können und innerlich frei werden. Und als Überwinder müssen wir das. Und danke, Jesus, für dieses wunderbare Werk. Amen. Genau, und die Gemeinde hat das Gerichtsurteil zu vollstrecken. Kampf Christi geht auf der Erde weiter, weil Jesus der Sieger ist, weil er schon überwunden hat und weil er die Fürsten und die Gewalten abgestreift hat und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Und deswegen sind wir fähig, das zu tun. Ja. Die Gemeinde hat die Verantwortung, die führt auch den Willen Gottes auf der Erde aus, weil es heißt, so wie im Himmel, so auf der Erde. Und sie führt es aus, indem sie die Gewalten und Mächte unterwirft, indem sie das Evangelium predigt und die Dämonen rauswirft. Und ja, indem sie unterscheidet zwischen den Dingen, die Gott erlaubt, dass sie über uns kommen, und von den Dingen, wo uns Satan verstricken will. Die Gemeinde wird das erkennen. Und einfach auch, indem sie unter Gottes Willen ist und dass der Wille, sein Wille in den Menschen wirkt, dass wir Christi Sinn haben, dass wir umgestaltet werden und ein geistlicher Kampf ist auch die Hingabe und das Gebet. Das habe ich gelesen in dem Buch von Watchman Nee, weil das war so gut. Und zwar heißt das ist Gottes ewiger Plan. Und das ist der ewige Plan, den er mit uns hat. Und das ist die Verantwortung des Leibes. Und was ist der Leib? Die Gemeinde ist der Leib. Und zwar ist das die Fülle von dem, der alles in allem erfüllt. Und das ist Christus. Halleluja für ihn, der alles überwunden hat. Denn er ist der Überwinder in uns. Wir sind mehr als Überwinder, weil er hinter uns steht und vor uns steht und neben uns steht und über uns steht. Amen. Halleluja. Und die Julia hat noch was geschickt. Liebe Geschwister, wie wunderbar ist doch unser Herr. Er ist siegreich. Er allein ist der Siegreiche. Ich preise dich, Herr Jesus, für deinen Sieg. Oh, du bist der, der gesiegt hat über Satan, über jede Macht im Universum hast du den Sieg davongetragen. Und ich preise dich, Christus. Ich preise dich, Christus. Oh, Geschwister, es ist so viele Punkte in der Morgenerweckung, zu denen ich Amen sagen kann, zu denen ich Amen sagen will. Wir haben zum Beispiel in Tag 2, wo steht, dass die Gemeinde die Aufgabe hat, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen anzugehen und auf dem Sieg zu stehen. Und dann damit,
Gottes Volk mehr von Christus gewinnen kann, für den Aufbau des Leibes Christi, für die Errichtung und die Ausbreitung des Königreiches, damit Christus zurückkommen kann, um die Erde zu erben. Darum geht es in allen Dingen. Das muss unsere Vision sein bei jeder geistlichen Kriegsführung, dass der Leib aufgebaut wird, dass Gottes Volk Christus gewinnen kann, dass Gottes Volk mehr Christus genießen kann. Das muss immer und immer und immer unsere leitende Vision sein, bei jedem Befreiungsdienst, bei jedem Befreiungsgebet, wenn wir für uns selber für Befreiung beten oder für andere. Die Vision muss immer und immer und immer der Leib sein, der Aufbau des Leibes. Und in Tag 3 steht dann, dass die Voraussetzung ist, dass all unsere Sünden und Ungerechtigkeiten behandelt werden und wir völlig uns Gott weihen, unser Seelenleben in den Tod geben und unseren natürlichen Menschen aufgeben. Dann kann Gottes Königreich kommen, dann kann die Gemeinde aufgebaut werden, dann kann Christus zurückkommen. Aber ehrlich gesagt, Geschwister, gibt es alles in mir auch ein großes Fragezeichen. Obwohl ich dazu Amen sagen kann, obwohl ich das will und obwohl ich das ja, mit allem, was ich glaube, auch unterstütze, gibt es trotzdem dieses große Fragezeichen in mir. Wie geht das wirklich? Was heißt es, wir müssen glauben? Was heißt es, wir müssen im Sieg stehen? Stehen wir wirklich im Sieg, wenn wir es proklamieren? Stehen wir wirklich im Glauben des Herrn Jesus Christus, nur weil wir es sagen? Ja, was ist los? Oder leben wir in ganz vielen Dingen doch noch die Lüge? Legen wir in ganz vielen Dingen doch noch das Ich und das Seelenleben? Geschwister, mich macht es gleichzeitig auch traurig, wenn ich sehe, dass wir die immer gleichen Fragen wieder bewegen und wieder bewegen und wieder bewegen. Aber ich weiß, dass Christus den Sieg davon trägt. Ich weiß, dass er derjenige ist, der siegreich ist. Und egal wie viele Fragen ich jetzt noch habe, egal wie viel Frust in mir jetzt noch ist, egal ja, wie viele Dinge ich jetzt nicht verstehe, ich will beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben, Herr, damit ich in deinem vollen Segen stehen kann, damit ich in deinem Sieg stehen kann, Herr. Und damit du deinen Sieg davontragen kannst. Amen. Über der Gemeinde. Amen. Das Thema geistliche Kriegsführung ist einer meiner Lieblingsthemen, ehrlich gesagt. Und es fasziniert mich sehr, weil ich weiß auch, dass da der Herr mich ganz speziell hineinberufen hat. Diese Woche habe ich mir eine Frage gestellt, warum ein gewisser Bruder so viel Vollmacht hat, zum Beispiel im Thema Befreiungsdienst, Dämonen raustreiben. Und der Herr sagt zu mir, der hat nicht mehr Autorität als du. Du hast die ganz gleiche, aber du hast sie nicht in dem gleichen Maß ergriffen. Dieser Bruder hat sie ergriffen und er hat es zu seinem gemacht über Jahre und Jahre und Jahre und Jahre und Jahre und Jahre und deshalb hat er das drauf, sagen wir mal so. Und in dem Maße, wo wir das ergreifen, wirklich ergreifen, passiert dieser Kampf. Es ist schön, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir kämpfen vom Sieg aus und es ist nur ein Verteidigungskrieg, kein Angriffskrieg, aber es ist ein Krieg. Es ist ein Krieg und im Krieg muss man was tun. Und die Waffenrüstung besteht aus Schutzanteilen, der Helm, Brustpartner, Brustpanzer, Gürtel der Wahrheit, ja, Schuhe, Schild des Glaubens und dann haben wir hier aber auch noch ein Schwert und das Schwert ist das Wort Gottes. Und mit diesem Schwert hat Jesus den Teufel bekämpft. Als er ihn angegangen hat, hat er ihm das Wort um die Ohren geschlagen. Mit dem Wort hat er ihm gegangen, durch die Kraft, das Wort, das hervorgeht, ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und wenn wir das nicht anwenden und nicht ergreifen, ist es schön, wenn wir uns hinstellen und sagen, ja, der Teufel ist besiegt, juhu, der muss das nur wissen. Der weiß es. Weißt es du in deinem Leben? Lebst du es in deinem Leben? Kennst du das Wort? Ist das Wort zu dir geworden? Und das geht's. Was du nicht ergreifst, gehört dir nicht. Ein Essen, das auf dem Tisch steht und du nicht isst, mach dich nicht satt. Nein. Da kann der Tisch voll sein wie nur was. Verstehst? Ein Wort, das in der Bibel steht und es ist nicht zu deinem geworden. Mach dich nicht satt. Mach dich nicht stark. Essen. Christus essen. Das Wort essen. Das Wort kennen. Der Helm des Heils. Das sind die Gedanken, die uns, unsere negativen Gedanken, die wir so leicht hätten. Beschützt uns dieser Helm. Die Dinge, wo der Feind immer wieder sagt, ach, du doch nicht. Ihr weißt doch ganz genau, wie fehlerhaft du bist.
Dafür ist Christi Gerechtigkeit unser Brustpanzer. Christus selbst ist die Wahrheit. Mit dem gürte ich mich. Und der Gürtel, der war, wenn man was zu tun hatte, wenn ihr mal die Fußnoten lest, ist so interessant. Früher haben die Leute ein langes Gewand getragen und wenn sie dann zum Gehen gekommen sind oder zum Arbeiten, haben sie das gegürtet, damit sie nicht über das Gewand treten. Verstehst du? Jetzt wird's aktiv. Wir gehen jetzt los. Schuhe zieht man sich an für einen Wandel. Und dann nehme ich den Schild des Glaubens, den brauche ich. Glaube ist Christus selbst in mir personifiziert geworden. Und ich nehme die Kraft des Wortes als Angriffswaffe. So ist geistliche Kriegsführung. Und mit diesem Glauben und mit diesem Wort und gerüstet mit Christus selbst konfrontiere ich die Dämonen. Bete ich im Glauben. Bete für Heilung. Und dann wird es real. Man kann sich so leicht in so großartigen Richtigkeiten verlieren. Aber wenn du es nicht anwendest und es nicht zu dir wird und zu deinem wird, dann ist es nichts anderes als Religion. Es wird dann zu dir, wenn du es tust. Verstehst du? Das Wort wird dann zu dir, wenn du es anwendest, in deiner konkreten Lebenssituation. Feind, will Schmerzen schicken? Nein, nein und Doppelnein. Zurück. Und all diese Dinge. Der Feind bedrängt dich über dein Bankkonto. Nein, nein und Doppelnein. Dämonische Dinge manifestieren. Nein. Und das ist dieses Stehenbleiben und das ist sehr, sehr konkret. Wir können nicht so tun, als ob es uns nichts anginge. Lange Zeit, glaube ich, sind wir alle dieser religiösen Lüge aufgesessen. Wenn wir den Feind in Ruhe lassen, lässt er uns in Ruhe. Nein, tut er nicht. Er tut Morden, er ist gekommen, Morden, Rauben, Stehlen. Er ist nichts Gutes in ihm. Wenn wir nicht wissen und es tun, ist es so, als ob wir es nicht hätten. Und deshalb ist es so wichtig, wir müssen es ergreifen. Herr, ich bete, dass wir es wirklich ergreifen in jedwegiger, konkreten Situation unseres Lebens. Im Kleinen, im Großen, im ganz Großen, wo immer dieser Kampf stattfindet. Herr, lass es uns tun. Und zwar als der kooperative Krieger, der weiß, dass er den Bruder und die Schwester links und neben sich braucht und in seinem Rücken. Ansonsten wirst du verrieben. Herr, ich danke dir, dass du uns die Fülle Fans aus dem Kopf treibst, dass du uns ausrichtest, klar machst, tatkräftig machst und dass wir vorangehen in deinem Wandel, so wie du es getan hast, so wie wir es von dir gelernt haben und so wie du es heute tun möchtest durch deine Gemeinde hier auf Erden. Amen. Halleluja, Jesus. Oh, Herr Jesus. Amen. Ihr seid die Gesegneten. Geht voran. Amen. Amen.